Ich bin im Supermarkt, Montag früh um 8. Es wird grad neues, zartes, weißes Gold gebracht. Zu Hause wird's intim in vier lang abgerollt. Wohl duften wird ihm groß ein Tribut gezollt. Das neue Wertpapier will jeder was haben. 2.000-3.000 Blatt fliegen in den Einkaufswagen. Mist, ich bin spät dran und krieg keins mehr. Glückselige und Regale leer. Klopapier-Dealer, das wird echt knapp. Sitz jetzt auf dem Pott und reiß das letzte Blatt Klopapier ab. Klopapier-Dealer, das ist nicht fair. So, das Klo ist voll, die allerletzte Rolle Sandweich ist leer. Angeblich reicht das Klopapier für jedermann. Unfassbar, was man mit so viel Blatt machen kann. Das große Geschäft heute macht man wohl damit. Das ist in 2020 der ganz große Shit. Ich leg mir bald die Karten, Klopapier gibt's nicht. Klau ich's aus dem Kofferraum ganz widerlich. Ein Glück hab ich einen Dealer für mich aufgetan, der mich stets versorgt wie eine zweite Mom. Klopapier-Dealer, das wird echt knapp. Sitz jetzt auf den Pott und reiß das letzte Blatt Klopapier ab. Klopapier-Dealer, das ist nicht fair. So, das Klo ist voll, die allerletzte Rolle Sandweich ist leer. Klopapier-Dealer, nun wird's hässlich. Es bleibt mir zum Wischen nur noch meine beiden Hände übrig. Klopapier-Dealer, ich ruf dich an. Sonst muss ich was tun, dass ich mir never ever verzeihen kann.